Hallöchen. Ja, ich habe endlich wieder Zeit, mich bei euch zu melden. Mit den Katzis zusammen, auch eure Leute da hinten im Hintergrund. Wir hatten zu Heiligabend gestern ganz viel Besuch von Familie und ja, eigentlich nur Familie und Verwandte. Und da gab es auch jede Menge Geschenke. Und die Tante von Apollo und Cosmo hat den beiden auch was mitgebracht, und zwar so kleine Spielzeuge, kleine Mäuschen mit Katzenminze. Das fand ich richtig süß. Ich bin gespannt, ob sie damit spielen werden. Und bevor wir Apollos und Cosmos Hauptgeschenk auspacken werden, das ist nämlich von Hannah. Kennt ihr Hannah kennt ihr doch noch, oder? Von dem Video von vor circa 2 Wochen. Habe ich das hochgeladen. Hannah ist Apollos und Cosmos großer Fan und sie hat ihnen ein kleines Geschenk gebastelt. Das ist richtig süß. Und das werden wir gleich zusammen ausprobieren. Marcel hat mir auch ganz viele Sachen geschenkt, zum Beispiel einen Liter locker. Meine Eltern haben uns so einen riesen großen Anhänger für den, so eine Mini-Garage, was heißt Mini, die ist schon riesig, für das Wohnmobil geschenkt. Und Marcels Eltern haben mir ganz viel selbstgemachte Sachen geschenkt, wie auch selbstgestrickte Handschuhe und Socken. Aber das fand ich am coolsten, das ist so ein Kamerahalter, hat mir auch Marcel geschenkt. Ja, fand ich mega, mega cool. Und jetzt kommen wir zum Auspacken von dem Geschenk von Apollo und Cosmo. Ich bin sehr gespannt. Das sind selbstgemachte Leckerlis. Vielen, vielen Dank, Hannah. Katzis, können wir einmal ganz kurz, damit wir das auch alle sehen können. Apollo, nicht böse gemeint, ich will dich nur umdrehen. Ja, so. Gucken wir mal. Kommt mal her, das sind Leckerlis für euch. Ah nee, das mit selbstgemacht habe ich wahrscheinlich falsch verstanden. Das ist echt süß, die Verpackung ist auch richtig süß. Ja, komm her. Oh, ich glaube, da riecht das schon jemand. Riechst du das schon? Ja. Das schmeckt aber, ne? Komm her. Nein, nein, hier, hier, hier. Komm, hier. Wie süß. Komm her. Hier. Diese Geräusche. Das ist echt süß. Ja, 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 du kriegst noch einen. Hier, 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 hier. Ja, das hat geschmeckt, ne? Das war lecker. Komm her. Fallen gelassen. Apolli, komm her, Leckerlis. Komm, schnell. Du verpasst ja hier alles. Komm her, schnell. Na gut, komm her. Komm her, mein Großer. Na los, komm. Hier, leg dir mal 2 dahin. Apolli, hier. Ja, Hanna, vielen, vielen Dank. Das schmeckt den beiden sehr, sehr gut. Apollo, es ist in deinem Fell hängen geblieben. Hier ist es. Hier. Apollo. Hier. Du musst schon richtig nehmen, mein Gott.
Kontrolle ist dann nicht so. Ja, ich sehe auch total fertig. Also ich glaube, ich war erst um 2:30 gestern im Bett. Und ich dachte mir so, nee, ich mache mich jetzt heute auch nicht irgendwie großartig. Wir mussten noch diesen riesen Koffer fürs Wohnmobil draußen anbringen. Das regnet, meine Haare sehen dementsprechend aus. Ja, also ich bin ein bisschen müde. Wie habt ihr denn Weihnachten gefeiert? Oder feiert ihr überhaupt Weihnachten? Erzählt das mal gerne in den Kommentaren. Was ich auch ein bisschen doof finde, ist, alle haben so einen Zwang, ihre Eltern an Heiligabend zu besuchen oder am ersten oder am zweiten Weihnachtstag. Ich meine, es ist schön, wenn man das kann, aber man sollte sich nicht dazu zwingen, indem man sagt, es ist mir egal, ob ich krank bin, ob meine Eltern krank sind, wir müssen uns sehen, weil es ein Feiertag ist. Nur weil es irgendeiner vor 2000 Jahren in den Kalender reingeschrieben hat, dass jetzt Weihnachten ist, müssen wir uns da nicht verrückt machen, oder? Es ist wichtig, dass ihr eure Lieben und eure Freunde trefft, wann ihr könnt, ne? So oft wie möglich. Es ist gut und es ist schön, Zeit mit den Liebsten zu verbringen, aber das sollte nicht von irgendeinem Kalender bestimmt werden oder von irgendeinem Glauben. Das sollte von euch bestimmt werden und von euren Verwandten. Was machst du da? Katzelein, was geht da vor sich? Willst du noch ein Leckerli? Ja. Komm her. Und du? Willst du noch ein Leckerli? Ja, ne? Ja, ich glaube, Cosmo ist jetzt satt. Apollo kriegt noch den letzten. Ja. Und den Rest bewahren wir uns dann für später auf, ja? Hat das geschmeckt? Ja, tolles Weihnachtsgeschenk habt ihr, oder? Hättet ihr auch mal selbst auspacken können. Immer muss ich alles für euch machen. Ja, naja. Jedenfalls, eine Freundin von mir ist heute auch nicht, beziehungsweise gestern nicht zu ihrer Mama gefahren, weil sie krank geworden ist. Sie hat sich nicht wohlgefühlt und sie hat auch gesagt, ich lasse mich nicht stressen. Nur weil es heißt, heute ist Weihnachten, ist heute nicht ein besserer Tag als morgen oder als gestern. Ich werde sie dann besuchen, wenn sie wieder fit ist, damit wir uns gegenseitig nicht anstecken oder sie sich nicht noch schlimmer fühlt. Und ja, dann verbringen wir Weihnachten halt am 27. Auch wenn es laut Kalender dann schon kein Weihnachten mehr ist. Ist doch völlig egal. Oder wie seht ihr das? Ja. Und naja, eine Geschichte muss ich euch noch erzählen, das fand ich halt auch richtig krass. Bäckerei, ne? Bäckerei ist ja so ein Ding, einige Bäckereien sagen, wir machen an Weihnachten auf, einige Bäckereien sagen, wir lassen zu. So, und da wir die ganze Familie bei uns hatten, also 21 Leute, haben wir für alle auch Frühstück gebraucht. Die meisten haben nämlich bei uns übernachtet. Und das hieß, ungefähr 50 Brötchen irgendwie zu besorgen. Naja. Früher, als wir noch in der Großstadt gelebt haben, war mindestens eine Bäckerei irgendwo in der Nähe geöffnet, an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag, zumindest morgens für 1-2 Stunden. Und dann hätte ich angerufen und gesagt, so, ich möchte was vorbestellen. Naja, und hier bei uns im dörflichen Gebiet, würde ich so sagen, ist anscheinend keine Bäckerei geöffnet. Ist ja auch völlig in Ordnung. Dann haben wir die Brötchen halt selbst aufgemacht. Ne? Also ich halte das nicht für selbstverständlich, dass Menschen das aufmachen, aber ich dachte, vielleicht hat ja irgendeine Bäckerei geöffnet und warum dann nicht unterstützen? Ich würde gerne unterstützen. Ich hätte 50 Brötchen abgekauft, vielleicht noch ein bisschen Kaffeekuchen oder sowas dazu. Ne? Naja, dann habe ich mich durchtelefoniert, um zu fragen, habt ihr eröffnet oder nicht? Die erste Bäckerei, die ich anrufe, rufe ich an und sage, hey, habt ihr am ersten Weihnachtstag geöffnet, zufällig? Dann sagen sie, nee. Wir haben auch Familie. Ich so, ja, gar kein Vorwurf, ne? Ich wollte doch nur wissen, ob ihr geöffnet habt. Es ist ja nicht so undenkbar, dass eine Bäckerei geöffnet hat, oder? Ich meine, ich rufe ja nicht beim Friseur an. Der, ne? Also, naja, jedenfalls, ich so, ja, kein Problem. Ich so, wissen Sie denn zufällig, weil ich kenne mich hier nicht so gut aus, wissen Sie zufällig, ob irgendwer von Ihren Kollegen aufhat, also von den Bäckereien so in der Umgebung? Nee, und ich habe jetzt auch keine Zeit für Sie zu recherchieren. Ich so, das habe ich auf gar keinen Fall gewollt. Ich habe mich wirklich so angegriffen gefühlt, weil ich mir dachte, habe ich jetzt was falsch gemacht? Habe ich, war das wirklich, also, was habe ich falsch gemacht?
Dann frage ich so, warum sind Sie denn jetzt so unfreundlich zu mir? Dann sagt sie, weil es hier so laut ist. Ich so, nein, das liegt nicht an Ihrer Lautstärke, das liegt darum, was Sie mir sagen. Ja, weil Sie haben hier auch eine sehr dreiste Frage gestellt. Ich so, ist das so? Oh, ich glaube, die kann... Ach nee, das ist ein Spiegel. Er guckt gerne in den Spiegel. Ich so, ist das so? Habe ich eine dreiste Frage gestellt, weil ich gefragt habe, ob eine Bäckerei an Weihnachten, an Feiertagen geöffnet hat. Ich meine, die Bäckereien haben auch sonntags geöffnet. Das ist doch... Was ist denn daran falsch? Ich habe sie auch nicht böse gemeint. Ich habe ihr auch nicht gesagt, sie müssen aufhaben. Nein, ich habe nur gefragt. Und das auch sehr, sehr freundlich. Ich habe nicht zickig oder so gefragt. Sehr, sehr freundlich. Naja, dann hat sie angefangen, mich weiter anzuzicken. Ich weiß leider nicht mehr weiter, was sie gesagt hat, weil ich war dann irgendwie voll abgelenkt. Ich hatte plötzlich irgendwie was Wichtiges zu tun, ich weiß nicht mehr was. Und ich so, ist mir gar keine Zeit, ciao. Da habe ich aufgelegt. Aber ich dachte mir so, habe ich wirklich eine dreiste und unverschämte Frage gestellt, indem ich eine Bäckerei frage, ob sie an einem Feiertag geöffnet hat? Ist das wirklich so? Was sagt ihr dazu? Ich habe keinen Plan, ne? Ich rätsel hier die ganze Zeit. Hätte ich das nicht fragen dürfen? Oder ist sie einfach nur... Oder? Kätzchen, du erreichst nichts, wenn du dein eigenes Spiegelbild bekratzt. Da passiert nichts. Willst du noch ein paar Leckerlis? Wollt ihr mit Raumspielzeug spielen? Deswegen, ich wünsche euch auf jeden Fall ein wundervolle Weihnachten. Ich hoffe, ihr konntet die Zeit genießen mit euren lieben Familien. Aber auch wenn ihr alleine wart und eure Freunde, Bekannte, wenn ihr nur mit denen geschrieben habt oder telefoniert habt, es ist trotzdem immer noch schön. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Und auch wenn ihr euch nicht wohl fühlt, nur weil es Weihnachten ist, muss es euch nicht gut gehen. Auch wenn es Weihnachten ist, dürft ihr euch scheiße fühlen. Und es ist völlig okay. Niemand sollte euch dazu zwingen, an irgendeinem selbsternannten Feiertag euch irgendwie gut zu fühlen, nur weil es ein Feiertag ist. Nein, euch darf es auch schlecht gehen an einem Feiertag. Von daher, macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute. Und auch wenn ihr miese Laune habt, toi toi toi, dass es aufwärts geht. Bis dann. Ciao.